Hallo ihr Lieben, ja, ich lebe noch, bin wieder zurück, habe jetzt lange nichts von mir hören lassen, glaube 2 Monate. Ja, habe nicht viel gekauft gehabt, was Duftiges und zurzeit andere Sachen mir gekauft, PS4-Spiele und Wii U-Spiele und alles Mögliche. Und mein Heuschnupfen extrem gehabt, jetzt im Moment geht's wieder. Da habe ich auch nicht viel riechen können. Und da hat sich nicht gelohnt, überhaupt ein Video zu drehen, wenn ich nichts rieche. Da bringt es überhaupt nichts. Und ja, so habe ich wieder eine Bestellung getätigt, zweier. Einmal Sensi und einmal Duftimpression. Duftimpression habe ich schon ein bisschen länger da. Aber wollte ich jetzt noch kein Video machen, weil das wäre zu kurz gewesen, es hätte sich nicht gelohnt. Und ja, und da sage ich einfach mal, fangen wir jetzt mal an mit Duftimpression. So ein kleiner Karton, viel ist nicht, was ich mir bestellt habe. Natürlich auch schon geöffnet. Packen wir mal alles aus. Ich hoffe, ich rieche was. Im Moment habe ich keine verstopfte Nase. Es geht mich total auf den Senkel mit dem blöden Heuschnupfen. Fange ich erstmal mit den Goodies an. Waren 4 Goodies drin. Da fange ich einmal an mit Granatapfel-Seitenblüte. Ja, die Bestellung habe ich bestimmt schon 2 Monate hier rumliegen. Ja. Ja, sehr feiner Duft. Blumiger Duft, ist ja klar. Ja, floral, fruchtig. Sehr interessanter Duft. Granatapfel, Seitenblüte. So, dann geht's weiter mit Ice Lemon Cookie. Ich glaube, ich muss die mal in den Kühlschrank tun. Ist so warm hier. Oh ja, sehr zitronig. Den Cookie rieche ich jetzt nicht raus. Aber sehr fruchtig, gerade für den Sommer gut. Bin ich echt gespannt in der Lampe. Ich habe jetzt im Moment überhaupt nicht viel gedüftelt, weil durch mein Heuschnupfen ist die Nase ständig zu und niest ständig nur umher. Da rieche ich eh nichts. Da habe ich ein bisschen Pause gemacht. Islam Cookie. Ist sehr zu empfehlen. Bin ich echt mal da gespannt, wie der warm riecht. So, geht weiter mit Grape Soda Pop. Kann ich mir überhaupt nichts drunter vorstellen. Na, was das riechen soll. Oder ein schönes Wachs, blumenförmig. Oh ja. Könnte ein Getränk sein, ist süßes. Aber ich wüsste jetzt nicht, was für ein Getränk. Riecht aber interessant. Kann es aber nicht beschreiben nach was. Süß. Aber keine Ahnung. Da müsst ihr mal auf die Seite gehen von Duftimpression, kann ich euch mal verlinken. Die Sensi-Seite verlinke ich euch auch mal. Könnt ihr selber mal stöbern. Aber ich muss die mal in den Kühlschrank tun. So warm, ich glaube hier 22 Grad, 23 Grad in der Wohnung. So, und das letzte Goodie ist Pineapple Mango. So einen ähnlichen Duft hatte ich, glaube ich, schon einmal von Yankee gehabt. Den hole ich jetzt mal nicht raus, so gut, rieche ich jetzt einfach mal so. Ja, sehr fruchtig. Für die fruchtigen Nasen, totaler Hit. Ja.
Noch Mango Total, noch Pineapple, also auch sehr, also alle Düfte eigentlich von Irma sind total spitze. Pineapple, Mango. So, das waren die Goodies. Geht's jetzt weiter mit Clamshells. Ich habe für Clamshells bestellt gehabt. Und die hat, Irma hat zurzeit so eine Bananenkollektion, weiß nicht, ob sie die noch hat. Das ist ja schon knapp 2 Monate alt, die Bestellung. Muss da eben mal gucken. Und bin ein totaler Bananen-Junkie. Zum Essen, zum Trinken, zum Düfteln. Und da habe ich mir einfach mal Chiquita Banana oder Banane bestellt. Müsste eigentlich jeder kennen. Auch schönes Wachs. Ja. Genau wie die Chiquita Banane schmeckt im Supermarkt, so riecht das. Könnte ich mir gut als Mischduft vorstellen. Nicht chemiemäßig, total neutral, echt. Also sehr empfehlenswert. Wer so Bananendüfte mag, mag ja nicht jeder. Chiquita Banane. So, dann geht's bananisch weiter. Und zwar Banana Leaf. Konnte ich mir auch nichts drunter vorstellen. Das grünes Wachs. Minzig, es riecht nach Minze. Frisch. Ja, der Bananengeruch kommt dann so im Nachgang. Und zuerst riecht man erstmal Minze. Aber sehr interessant. Minze mit Banane gemischt. Also kenne ich noch gar nicht so einen Duft. Bin ich echt mal gespannt, wie der sich macht denn da. Duftlampe. Banana Leaf. Also der ist sehr interessant. So, weiter geht's mit Banana Mojito. Auch wieder eine gute Kombi. Kenne ich auch überhaupt nicht. Ist also grünliches Wachs, so giftgrün. Ja. Banane riecht man raus. Den Mojito. Auch sehr interessant. Echt krass, mit was wir eigentlich mit Banane mischen können. Also wäre ich nie auf den Gedanken gekommen, Banane mit Mojito, Banane mit Minze zu mischen. Also echt klasse. Banane Mojito. Ich habe jetzt eigentlich keinen Duft, der jetzt nicht mir zusagen würde. Und mein letzter, Banane Coco Brownie. Banane, Kokos und Brownie halt gemischt. Ist auch wieder eine gute Kombi. Das braunes Wachs. Oh ja, der ist geil. Foodie Duft durch und durch. Zuerst rieche ich die Kokos, dann den Brownie und dann die Banane. Aber alle drei in Einklang. Also es ist jetzt kein Duft, der jetzt stärker hervorsticht. Also echt klasse. Banane, Koko, Brownie. So, das waren meine Clamshells. Dann habe ich noch so eine Geschenkbox bestellt gehabt. Da sind alle neuen Kollektionsdüfte drin. Kann jetzt natürlich nicht zu allen was sagen, weil viele habe ich auch nicht die Duftbeschreibung. So sehen die aus. Zum Verschenken oder zum selber. Das fällt schon runter. Zum selber verdüfteln. Das sind 3, 6, 7, 9, 12 Düfte. Sehen so aus. Wie so kleiner Kugelhupf. Und da ist, ja, ich schalte es mal in die Kamera an. Was, das sind die Düfte, die ich bestellt habe, zum Beispiel drinnen. Und noch viele, viele mehr. Das sind die ganzen Düfte. Könnt ihr euch mal selber lesen. Banana Cream Bee. Affenglück. Strawberry Banana Smoothie. Pink Banana. Banana Leaf. Banana Coco Brownie, Blue Banana, Litchi Banana, Baby Love, Tropical Kiss, Banana Split. Was ist der andere? Earl Grey Banane, keine Ahnung, ob ich es richtig ausgesprochen habe.
Nun ist auch gleich die Webseite von Duftimpressionen von der lieben Irma. Ja, wie gesagt, müsst ihr euch mal durchgucken, ob es die überhaupt noch gibt. Ja, hier steht auch Geschenkbox im Mai 2017, genau. Mai sind die rausgekommen, ist schon ein bisschen länger her. Wie gesagt, müsst ihr selber mal gucken. Ich kann euch ja nochmal verlinken. Also schöne Box. Vielleicht gebe ich die mir auf. Könnte ich mal was anderes reinmachen, wenn ich mal was verschenke oder so. Kriegt man ja nicht so oft solche Boxen. Auf alle Fälle. So, das war meine erste Bestellung. Ich kann nochmal kurz zeigen alles, was ich bestellt habe. Einmal das. Schnell so mal einen Durchlauf. Den. Die beiden. Und vier Goodies dabei gewesen. So. Jetzt kommen wir zu meiner zweiten Bestellung. Einmal bei Sensi. Und da gibt es leider nicht mehr, eine Sonderkollektion. Wie hieß die? Habana Spirit. Habana Spirit, genau. Ist irgendwie so ein bisschen an Cuba, Sommer Cuba mäßig angehaucht, angelehnt, wie auch immer. Und einer der wenigen, die es bekommen haben, die rechtzeitig bestellt haben. Und die kommen immer in so Jute Section. Oder mehr gesagt, das kam in so Jute Section. Werde ich aber nicht aufheben, brauche ich nicht. Hier ist auch nochmal die Kollektion, wie die heißt. Habana Spirit. Hier stehen nochmal die ganzen Duft. Das sind fünf Düfte, noch was sie riechen. Werde ich gleich alles noch zeigen. Und packe ich gleich mal aus. So, erstmal habe ich was für die Wäscheduft als Goodie gekriegt. Cloudsline, wenn ich jetzt richtig gelesen habe. Ist ein frischer Duft. Ja, so Wäscheduft macht man die Wäsche mit rein, wenn man sie wäscht. Ich selber habe es, glaube, nee, habe es noch gar nicht probiert, wie die sind, die Wäschedüfte von Sensi. Werde ich euch auch alles verlinken zum Shop. So, erstmal genug gequatscht, jetzt geht es erstmal weiter. Und da gab es einmal den Duft Kaffee Cubano. Wieder ein Kaffeeduft, ist ja total mein Fall. Kaffee. Schönes braunes Wachs. Und Kaffee riecht nach, nehme ich mal an, Kaffee. Oh ja, das Wachs schwitzt auch. Das muss ich mal im Kühlschrank tun. Total nach Kaffee. Naturgetreu, nicht chemiemäßig. Noch richtig schönen Kaffee. Kann noch mal lesen, noch was der riechen soll. Wo haben wir ihn? Ach ja, steht Deutsch. Ach ja, Kaffee, Mandelblüten und Sandelholz. Ja gut, die Mandelblüten, Sandelholz, das rieche ich jetzt erstmal nicht raus. Muss sehen, wenn der dann in der Lampe ist, wie der sich entwickeln tut. Erstmal rieche ich nur Kaffee. Aber sehr interessant. Ich liebe sowieso Kaffeedüfte in allen Variationen. Also sehr empfehlenswert. Wie gesagt, ich hatte sie noch nicht in der Lampe. Ist noch voll. Werde ich demnächst auf alle Fälle tun, wenn ich wieder ein bisschen mehr riechen kann. Kaffee Cubano. Aber leider gibt es die nicht mehr, die Düfte. Das ist eben schade. Vielleicht werden sie nochmal neu aufgelegt. Vielleicht nächstes Jahr oder keine Ahnung. Mal schauen. So, dann geht es mit einem floralen Duft weiter. Flor de Mariposa. Ja, ich bin jetzt eigentlich nicht so der Fan von blumigen Düften. Aber, naja, mein Gott. Auch noch voll. Schönes fütterfarbenes Wachs.
Der riecht dezent. Ja, der riecht sehr dezent. Aber floral. Sehr klar, sehr floraler Duft. Aber nach was der für eine Blume riechen soll, da kenne ich mich zu wenig aus. Muss ich sehen, wie der sich entwickelt in der Duftlampe. Na, jetzt kriege ich das hier nicht rein. Jetzt haben wir es. Aber ich lese es gleich mal vorne, was der riechen soll. Das soll riechen nach Jasmine, Grapefruit, ach so, bin da blöd. Weiße Pflaume, okay, weiße Pflaume kenne ich noch gar nicht. Weiß gar nicht, ist das ein Obst oder eine Blume? Ist das die Blume von der Pflaume oder was? Wie gesagt, kenne ich mich überhaupt nicht aus. Ich könnte mir ja gerne mal schreiben, was weiße Pflaume ist. Ob das eine Frucht ist oder eine Blume, keine Ahnung. Aber die blumige Düfte mögen, für die ist es sicherlich was. Ich muss mal testen, mal sehen. Fleur de Mariposa. Auch mit dem Set. Dann geht's weiter mit Pastellitos. Ist ein fruchtiger Duft. Ja, und so wie auf dem Bild, so riecht's auch. Soll, glaube ich, nach Ananas und Limette und sowas riechen. Werde ich gleich mal lesen. Oh ja, kommt mir schon entgegen der Duft, der riecht sehr intensiv. Oh ja, oh, der riecht gut. Total fruchtig, sommerlich. Pineapple rieche ich raus. Die Limette, sehr interessant. Und der soll riechen nach Ananas, Limette und dunkler Rum. Warum habe ich jetzt Pineapple gesagt? Komisch. Ach, bin Ableder. Stimmt. Ja, ich und mein Englisch. Pineapple ist ja Ananas. Ja, stimmt. Ein dunkler Rum, ja, so eine gleich kleine Note. Alkoholisieren das so ein bisschen, ja. Ja, muss ich echt testen in der warmen Lampe. Wie der sich macht. Wie gesagt, ich rieche im Moment nur das Fruchtige. Aber auch sehr gute Mischung. Muss ich echt sagen. Also das könnte mein Favorit werden, ja. Pastellitos. Dann geht's zwar mit Playa de Varadero. Oh, Spanisch. Ist überhaupt nicht mein Ding. Den habe ich schon mal angeschnuppert. Der riecht. Kann ich überhaupt nicht beschreiben, was der riechen soll. Ich glaube, der soll ein bisschen frisch riechen. Frische Duft. Könnte Männer-Aftershave sein, Männerparfüm. Sehr frisch. Parfümig. Aber na, was das riechen soll, keine Ahnung. Muss ich mal lesen. Ach ja. Zuckerrohr, geriebene Bergamotte und Havanna Lilie. Okay. Also sehr interessanter Duft. Playa de Varadero. Das blaues Wachs. Ist auch sehr zu empfehlen. Bin ich echt mal gespannt, wie die sich machen in der Lampe. Und der interessanteste Duft kommt jetzt. Das ist Habana 4. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Kann kein Spanisch. Und da muss ich, das ist oranges Wachs, da muss ich erstmal vorlesen, was das riechen soll. Tabakblume, Amber und Vanille. Und jetzt bin ich mal gespannt. Ah, schönes Wachs. Oh ja. Also die Tabakblume riecht man sofort raus. Die sticht komplett hervor. Sehr interessant. Also ich kenne auch keinen Hersteller, der so einen Duft überhaupt noch rausgebracht hat. Mit Tabakblume oder irgend sowas. Kenne ich überhaupt gar keinen. Nicht Yengi, nicht sonst irgendjemand. Na, das muss man aber mögen. Bin echt mal gespannt, wie der warm wird. Ob der extrem tabakmäßig riecht oder weiß ich nicht mehr, vanillig oder keine Ahnung. Wie gesagt,
Vanille und Amber rieche ich nicht raus im Moment. Kann doch sein, dass meine Nase oder zu wird. Aber Tabakblume riecht es sofort raus. Das sticht du komplett davor. Aber jetzt nicht irgendwie schlimm oder scheiße oder wie. Eben ungewöhnlich, sag ich mal. Kennt man eben nicht solche Düfte. Aber wie gesagt, bin ich total offen für jeden neuen Duft, den ich noch nicht kenne. Werde ich sehen, wie es in der Warmlampe ist. Werde ich dann im Aufgebracht-Video dann sicherlich mal sagen, wenn der mal alle ist, wie der war. So, das war mein letzter Duft, meine letzte Bestellung. Ich kann noch mal alle zeigen. Von der zweiten Bestellung. Das haben wir der hier. Habana 4, keine Ahnung, wie das ausgesprochen wird. Playa de Varadero. Pastelitos, der ist absolut mein Favorit im Moment. Warum weiß ich es noch nicht. Flor de Mariposa. Und der letzte, Café Cubano, ist auch mein Favorit. So, das war meine Bestellung. Dieser war nicht viel gewesen, zwei Bestellungen. Kommt auf alle Fälle, werde ich nochmal wieder Yankee bestellen. Sind ja etliche neue Düfte rausgekommen. Da wollte ich erstmal mir die Tarts alle holen, alle neuen Tarts, die im Moment rausgekommen sind, zum Probedüfteln, weil ich echt am Überlegen bin, mal wieder eine große Kerze oder mittlere Kerze zu kaufen. Ja, ich wollte es eigentlich nicht machen, weil ich genug Reinfälle hatte. Und auch nicht gut abgebrannt haben die meisten Kerzen, aber ich probiere es nochmal. Und ja, wollte ich jetzt einfach mal sagen, wünsche euch noch einen schönen restlichen Dienstag. Schönen Feierabend und bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.